Gut, wir kommen einen Schritt weiter mit unseren Vektoren. Wir haben ja gelernt, Vektoren sind Zahlenpaare. Zum Beispiel 3, 2. Und ja, und das kennen wir ja schon, weil im Koordinatensystem gibt es eine X-Koordinate und eine Y-Koordinate. Und somit kann ich diese 3, 2 im Koordinatensystem gut einzeichnen. Weil 3, haben wir ja gesagt, ist die X-Koordinate und 2 ist in dem Fall die Y-Koordinate, also ist hier dieser Punkt. Ja, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage 3, 2 ist ein Punkt, dann wird es bezeichnet mit einem Großbuchstaben, zeichne ich hier ein und da weiß ich einfach, hier ist das. Ja, also das definiert einen Platz. 3, 2 könnte aber genauso ein Vektor sein. Ja, also ich kann auch sagen, der Vektor a hat die Koordinaten 3, 2. Ja, und jetzt schaut so aus, jetzt verbinde ich einfach den Ursprung mit diesem Punkt und zeichne hier einen Pfeil ein. Und das ist ein Vektor. Was ist ein Vektor? Ein Vektor ist einmal ein Pfeil. Ja, und er hat drei Eigenschaften, nämlich eine gewisse Länge. Also wie lange ist vom Schaft bis zur Spitze? Dann hat er eine gewisse Richtung, ja, weil ein Vektor könnte ja waagrecht sein, ein Vektor könnte senkrecht sein, könnte auch so hin zeigen. Ja, also all diese Möglichkeiten gibt es und durch die Koordinaten wird eben die Richtung eindeutig definiert. Und dann gibt es noch etwas, zu jedem Vektor gibt es auch einen Gegenvektor. Das heißt, das ist ein Vektor, der genau gleich ausschaut, der ist gleich lang und hat die gleiche Richtung, nur Spitze und Schaft sind genau umgedreht. Und das nennt man dann den Gegenvektor, und der hat dieselbe Länge, dieselbe Richtung, aber die umgekehrte Orientierung. Ja, also er hat eine andere Orientierung. Dann haben wir jetzt Wiederholung. Vektor ist ein Zahlenpaar oder Zahlentrippel könnte es auch sein. In dem Fall zweidimensional ist ein Zahlenpaar. Kann als Punkt interpretiert werden. Punkt ist einfach die Lage mit X- und Y-Koordinate. Oder ein Vektor kann auch als Pfeil interpretiert werden. Und diese Vektoren als Pfeile haben drei Eigenschaften. Länge, wie lang ist der Vektor? Richtung, wohin zeigt er? Und Orientierung, wo ist die Spitze und wo ist der Schaft? Das sind die drei Eigenschaften. Nicht enthalten ist, wo der Vektor ist. Ja? Weil der Pfeil, ob der jetzt im Ursprung beginnt oder ob der da herunten beginnt, ist ganz egal. Das sind genau die beiden Vektoren. Es geht nur immer darum, ich gehe beim Vektor 3 nach rechts rüber und 2 nach oben. Weil 3 ist die X-Koordinate, das ist positiv, drum nach rechts. 2 ist die Y-Koordinate, ist auch positiv, drum nach oben. Also, Vektoren als Pfeile haben drei Eigenschaften: Länge, Richtung und Orientierung.